Hallo Freunde, zuerst möchte ich mich bei Familie Jansen bedanken. Sie haben mich auf das falsche Seitenverhältnis der Videos hingewiesen. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir alle so dick aussehen und eine Diät verordnet. Ich entschuldige mich bei meinen 4 Abonnenten. Sorry Leute. Ich muss jetzt erstmal Dampf ablassen. Das Seitenverhältnis bei YouTube ist 16:9. So, jetzt geht's mir besser. Kinder, kommt mal alle her. Heute spiele ich mit euch ein paar Spielchen. Als ich klein war, habe ich die mit meinen Brüdern gespielt. Es nennt sich das Ketchup-Spiel. Man kann sich unterschiedliche Spiele ausdenken. Der Verlierer eines Spiels scheidet sofort aus und bekommt eine Ladung Ketchup ins Gesicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Mitten ins Gesicht. Wer denkt sich denn so etwas aus? Kinder, die sich langweilen. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Mir gefällt die Idee. Ich habe schon mal die Ketchupflasche geholt. Gut, mit welchem Spiel fangen wir an? Es müssen insgesamt 3 Spiele sein. Ein Spiel wird so lange gespielt, bis eine Person ausscheidet. Dann geht es zum nächsten Spiel. Balancieren. Okay, ich lege hier eine Stange hin. Wer das Gleichgewicht verliert, ist raus. Ich fange an. Ah, so ist das, wenn man Plattfüße hat. Hahaha, jetzt bekommst du Ketchup ins Gesicht. Du bist eh zu blass. Und jetzt Kopfstand. Wer zuerst umkippt, hat verloren. Und was, wenn niemand umkippt und ausscheidet? Wir haben den ganzen Tag Zeit. Irgendwann ist jedes Spiel zu Ende. So langsam tut mir der Kopf weh. Ah, oh nein, das ist unfair. Ich bin viel kleiner als ihr. Ich halte nicht so viel aus. Ausgeschieden ist ausgeschieden. Tut mir leid, Finn. Ja, tut mir auch so leid, Finn. Oh, das kühlt schön. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Pommes. Die könnte ich dann auf mein Gesicht drücken und essen. Das letzte Spiel suche ich aus. Tintenfischspiel. Nein, Wettessen. Wer keinen Bissen mehr runterbekommt, hat verloren. Lasst uns den Tisch decken. So, hier haben wir ein paar Donuts. Und auch noch etwas Kuchen. Wie wäre es mit Essen aus der Dose? Und noch Äpfel. Was, wenn jemand so viel isst, dass er schlecht wird? Ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber dieses Spiel wurde gewählt. Und nun müssen wir es auch spielen. Gut, dass ich schon ausgeschieden bin. Mein Magen ist am kleinsten. Ich hätte keine Chance. Ganz egal gegen wen. Das stimmt wohl, Finn. Und ich hätte es als Erwachsener am einfachsten. Der Altersunterschied bei Lucy und Mila ist nicht so groß. Es wird also spannend. Los geht's! Kuchen, lecker. Endlich darf ich so viel Kuchen essen, wie ich will. Und ich darf so viele Donuts essen, wie ich will. Hätte ich das gewusst, hätte ich heute Morgen nichts gegessen. Das ist ja besser als Weihnachten und Ostern zusammen. Bekommt die Siegerin eigentlich etwas Papa? Natürlich, aber das ist eine Überraschung. Her mit den Dosenfutter. Und ich nehme die Äpfel. Was, wenn das Essen ausgeht? Im Keller haben wir noch einen großen Vorrat. Mach dir mal keine Sorgen. Notfalls gehe ich schnell runter und hole etwas. Ich glaube, so langsam wird mir schlecht. Ich denke, ich kann auch nicht mehr. Aber ich will gewinnen. Macht nicht schlapp. Ich will ein spannendes Finale sehen. Vielleicht hätte ich doch lieber ein anderes Spiel wählen sollen. Naja, beschlossen ist beschlossen. Denkt dran, Kinder. Es ist nur ein Spiel. Wenn nichts mehr in den Magen passt, dann lasst es. Ich gebe auf, mir wird das zu viel. Hier hast du noch einen Nachschlag. Und die Siegerin heißt Lucy. Ja, ich habe es gewusst. Ich bin die Beste. So, wo ist mein Preis? Der ist hier. Abonniert kostenlos, wenn euch das Video gefallen hat. Außerdem könnt ihr uns weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.